Wenn man einen akuten Schwindel empfindet, ist es wichtig, sich erstmal aus der Gefahrenzone zu bringen. Das heißt, dass man sich zum Beispiel hinsetzt oder hinlegt, um nicht umzufallen und sich vielleicht versehentlich etwas zu brechen. Es ist auch wichtig, dass man den Kreislauf in Gang hält, das heißt, die Muskulatur bewegt, zum Beispiel mit den Händen pumpt oder die Beine bewegt. Aber es ist auch wichtig, wenn man merkt, man hat den Tag über vielleicht nicht ausreichend gegessen oder getrunken, dass man dann auch Wasser zu sich nimmt und vielleicht auch etwas Zucker. Natürlich bei Diabetikern ist hier Vorsicht geboten, aber es ist häufig so, dass dadurch der Kreislauf angeregt werden kann, wenn es dann auch zum Beispiel in Stresssituationen zu einem Kreislaufproblem gekommen ist.